Herzlich willkommen zu der mittlerweile dritten Review von Moon Knight. Ja, wir haben Folge 3 ein bisschen übersprungen und sind jetzt bei Folge 4. Lag daran, dass ich in Hamburg und Berlin war. Ja, ich war eine Woche im Urlaub und ich war, es geht gar nicht, dass ich mir eine Woche Urlaub gönne. Nein, Spaß beiseite. Wir reden heute über Moon Knight. Wir sind mittlerweile bei 2/3 der Show angekommen. Ja, ich hätte letztes Mal gesagt Mid-Season, aber anders geht's auch. 4/6 könnte man auch sagen. Dadurch, dass sich die meisten offenen Fragen, die es in Folge 3 gab, schon in Folge 4 beantwortet haben, würde ich jetzt gar nicht so stark auf Folge 3 eingehen, sondern mich eher auf Folge 4 fokussieren, weil Folge 4, what the hell? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind mittlerweile auch auf dem Stand von den Leuten, die es auch im Test-Screening gesehen haben. Das heißt, ich glaube, ab jetzt ist es für alle blind. Ich glaube, Folge 5 und 6 wurden noch nicht irgendwie in der Preview gezeigt oder so. Kommen wir erstmal zu einer allgemeinen Bewertung meinerseits von den beiden Folgen. Wir haben nämlich hier meiner Meinung nach ein ganz anderes Setting als in den ersten beiden Folgen. Die ersten beiden Folgen spielten ja noch schön in London. Alles drehte sich um Steve und Mark, der immer so ein bisschen im Spiegel eingeschlossen war. Am Ende der zweiten Folge haben wir ja schon gesehen, es ging nach Ägypten. Das ist auch das Setting der nächsten beiden Folgen. Ägypten. Und ich glaube, ich gehe davon aus, dass die Serie komplett dort weiterspielen wird. Ich wüsste jetzt nicht, wo die sonst noch hin verlagert wird. Auf jeden Fall sehen wir sehr viel mehr Mark. Wir sehen viel mehr Mark-Action. Und mittlerweile ist quasi Steve der in dieser Spiegeldimension... Nein, Spiegeldimension ist was anderes. Spiegeldimension ist was anderes. In dieser eingeschlossenen Welt in ihm drin eingeschlossen ist. Also bei Marvel muss man echt immer aufpassen, was für Wörter man wo verwendet, weil es gefühlt jeder Begriff schon irgendwas bedeutet. Es geht nach Kairo und das Grab von Amit wird gefunden. Harrow findet es sehr, sehr schnell durch den Skarabäus. Mark und Layla müssen noch so ein bisschen ein paar andere Rätsel lösen, treffen auf Gaspard O'Leal, der mittlerweile leider gestorben ist bei einem Skiunfall, aber hier nochmal so einen kleinen Auftritt hatte. Aber ich glaube auch nicht wirklich eine weitere wichtige Rolle. Ich möchte mal kurz zu Layla kommen. Gespielt von Mae Calamari. Ja, ich habe so ein paar Probleme mit ihrer Figur. Sie ist meiner Meinung nach Hit und Miss. Ich finde ihre Dynamik mit Steven richtig cool. Die Art, wie sie mit Steven umgeht, weil sie weiß, es ist nicht Mark, finde ich echt cool. Jedoch mag ich es nicht so, wie sie quasi mit Mark umgeht. Sie hat ihre Gründe, das erfährt man in Folge 4, weil Mark anscheinend mit dafür verantwortlich ist, dass ihr Vater getötet wurde, was sie aber erst in Folge 4 herausbekommt. Ich kann ihren Zorn verstehen, jedoch finde ich, bringt sie damit unnötigen Ärger in die ganze Situation rein. Ich finde es cool, dass sie auch eher eine der tougheren Frauen im MCU ist. Sie ist so, ich würde sagen, die Lara Croft des MCUs, aber ich weiß nicht, ob ich noch unbedingt so viel mehr von ihr brauche, weil die Dynamik zwischen Mark und ihr geht mir so ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das nicht so wirklich interessant. An manchen Stellen stört sie mich eher, anstatt dass sie mir mehr bringt, finde ich. Oder auch nochmal hier gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Ihr könnt das gerne anders sehen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber ich habe so ein paar Probleme mit ihr. Ich könnte mir auch sie nicht so wirklich in Secrets oder so vorstellen, beziehungsweise in, weiß ich nicht, vielleicht erwartet uns ja irgendwann Moon Knight Staffel 2 oder Moon Knight in einem anderen MCU-Projekt. Ich weiß nicht, wie sie da ihren Platz einnehmen soll. Kommen wir nun zu Arthur Harrow Weston, von wem ich ein sehr großer Fan bin. Ich weiß, sein Charakter wird häufig dazu genutzt, einfach Expositionsdumping zu machen. Also er ist da, um Exposition über ägyptische Mythologie zu geben. Über Amit, über all die Götter, über Khonshu. Ich finde diesen Moment extrem, extrem stark. Am Ende von Folge 3, wo Khonshu versteinert wurde, zieht Harrow ziemlich über ihn her, beziehungsweise er redet nochmal so triumphierend zu dieser kleinen Steinfigur. Und ich finde Momente, wenn so Bösewichte wirklich über die Guten, teilweise temporär vermutlich nur, siegen.
Ich mag sowas und ich finde, das gibt seinem Charakter wirklich Tiefe und das zeigt auch nochmal, wie er quasi unter Khonshu gelitten hat. Ich weiß nicht, ist Khonshu jetzt wirklich gut oder ist Khonshu böse? Weil er wirkt gut, aber naja, er nutzt die Leute halt auch schon schamlos aus. So, er sagt Mark, jo, wenn du nicht kuschst, dann nehme ich mir Layla. Bei dem bin ich mir noch sehr zwiegespalten. So, er versucht zwar Amit aufzuhalten, die noch böser ist als Khonshu, aber Khonshu ist, finde ich, nicht wirklich einer der Guten. Und wir haben in Folge 3 einen Teil der Enneade gesehen, beziehungsweise wir haben die Avatare der Enneade gesehen. Wir haben erfahren, jeder von diesen Göttern hat ein Avatar auf der Erde. Und da gab es dann so eine Art Gerichtssaal in der Cheops-Pyramide. Und ich muss sagen, schon wieder nochmal Props an Oscar Isaac, wie er immer die verschiedenen Rollen spielt, wie er Steve spielt, wie er Mark spielt, wie er Mark besessen von Khonshu spielt. Also es gibt eine Szene, da verleiht er Khonshu quasi die Stimme und wie er das schafft, immer zwischen diesen Rollen hin und her zu wechseln, finde ich echt, echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen glaube ich auch, wird die Enneade fürs Finale vor allem auch nochmal wichtig. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Khonshu am Ende nochmal doch wieder in Gnade der Enneade fällt und auch wieder seinen Gottstatus erreicht, einfach weil er vermutlich geholfen hat, Amit aufzuhalten. Kommen wir nun zu dem vermutlich verwirrendsten Teil der vierten Folge. Ja, Mark wird erschossen. Er wird von Harrow am Ende erschossen. Sie haben die Statuette Amits gefunden und auf einmal sind wir in einer Psychiatrie. Alles ganz weiß, alles irgendwie. Es gibt tausend kleine Easter Eggs, die Mark irgendwie daran erinnern, was da jetzt wirklich passiert ist. Und ich gehe davon aus, wer von euch Sherlock Holmes mit Benedict Cumberbatch gesehen hat, also die Serie von BBC. Es gibt so eine Art Gedankenpalast, nennt sich das in Sherlock Holmes. Und ich glaube, alles, was wir da gesehen haben, hat sich nur in seinem Kopf abgespielt. Ich glaube wirklich, dass er einfach auf Steven getroffen ist und auf alle seine Erinnerungen. Dadurch, dass er eh so ein bisschen psychisch belastet ist, diese Erinnerungen aber nicht vernünftig zusammenbringen, sondern in dieses Szenario der Psychiatrie, der Heilanstalt wirft und halt von sämtlichen Sachen daran erinnert wird. Wir haben sogar einen Tomb Raider Easter Egg. Wir haben Indiana Jones Easter Eggs. Wir haben halt Easter Eggs, Unmengen Easter Eggs an die ersten drei Folgen. Wir haben die Charaktere wie Layla, wie Harrow und zum Beispiel auch Charaktere wie Donna oder der Typ aus der ersten Folge, der immer so gold angemalt war, kommen auf einmal wieder in dieser Heilanstalt vor. Und deswegen glaube ich, dass das einfach nur ein Gedankenkonstrukt von ihm ist, in dem er quasi versinkt kurz vor seinem Tod. Beziehungsweise wir wissen natürlich alle, dass er nicht sterben wird, weil Marvel lässt keine Charaktere sterben. Es gibt einfach keine Regeln da im MCU und deswegen, ja, am Ende der nächsten Folge lebt er vermutlich wieder. Vermutlich durch das Nilpferd. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht und gegoogelt und anscheinend ist dieser Nilpferdgott Tabaret. Sagt auf jeden Fall Google, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, ich weiß nicht genau, ob das fürs MCU auch gilt. Ich habe mich jetzt mal mit der originalen ägyptischen Mythologie ein bisschen befasst. Sie ist anscheinend kein Teil der Enneade, jedoch auch ein ägyptischer Gott und ich gehe davon aus, dass sie ab jetzt Mark, Steve, wer auch immer, wen wir jetzt in den nächsten Folgen sehen werden, helfen wird, Khonshu wieder zu befreien. Also das ist für mich der einzig logische Weg, weil irgendeine übernatürliche Kraft muss Steve ja jetzt helfen, beziehungsweise Mark, beziehungsweise beiden, Oscar Isaac, wieder zum Leben erweckt zu werden. So, das ist ja auch so ein bisschen ähnelt sich das mit der Origin Story aus den Comics, wo Mark ja auch zum Sterben ausgesetzt wurde und Khonshu ihm erschienen ist und dann gesagt hat, ja, ich gehe mit dir einen Pakt ein, ich lasse dich wieder leben, aber dafür wirst du meine Marionette. Das wird ja hier auch so ein bisschen angedeutet. Das ist ja quasi auch die Storyline, die hier von Harrow erzählt wird, wo der Partner von Mark gierig wurde und dann die Archäologen damals umgebracht hat. Mark wollte eigentlich den Vater von Layla retten, jedoch hat er seinen Partner direkt zu ihm geführt und ihn somit in den Tod geschickt. Und anscheinend wurde er dort auch angeschossen und wurde zum Sterben ausgesetzt.
traf auf Khonshu und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass sowas ähnliches jetzt ja auch passiert, dass man nicht so 1 zu 1 die Origin-Story nimmt, aber trotzdem dieses Wiederbeleben kurz vorm Tod und dafür irgendwas für jemanden, für eine Gottheit tun müssen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das noch der Fall sein könnte. Bloß halt nicht mit Khonshu, sondern mit dem Nilpferd. Und ich glaube, als Deal wird es halt sein, Khonshu zu befreien. Meine Prognosen für die weiteren Folgen ist auf jeden Fall, dass Harrow jetzt Amit freilässt und wir quasi einen Marvel-typischen Showdown haben. Khonshu gegen Amit, beziehungsweise Harrow gegen Mark. Die beiden Avatare tragen den Kampf der Götter aus. Und ich habe schon am Anfang gedacht, dass es darauf hinauslaufen wird. Vielleicht joint am Ende die Enneade noch auf Khonshus Seite, um Amit zu bändigen. Aber ich glaube, das wird uns noch so in den nächsten beiden Folgen erwarten. Die nächste Folge werden wir vermutlich erstmal wieder damit verbringen, Mark zum Leben zu erwecken, beziehungsweise wieder aus diesem Gedankenpalast, aus diesem Gedankenkonstrukt rauszukommen. Und dann wird vermutlich das große Finale steigen. Das Ding ist, es wird vermutlich, sehr wahrscheinlich, noch eine dritte Persönlichkeit geben. Man weiß bis heute nicht genau, wer er ist, da die Persönlichkeiten ja auch so ein bisschen von den Persönlichkeiten, besonders Steve, abweichen aus den Comics. Deswegen gehe ich davon aus, dass die dritte Persönlichkeit komplett neu fürs MCU geschaffen wurde und nicht auf den Comics basiert. Weil das ja auch dieser mordlustige eine ist, bei dem man gesehen hat, er hat diese kleinen Räuber in Folge 3 umgebracht. Das war nicht Steve, das war nicht Mark, das war vermutlich diese dritte Persönlichkeit. Und wir haben auch schon wieder einen Wink mit dem Zaunfall bekommen. Und zwar haben wir gesehen, dass Steve in dieser Gedankenwelt in einem Sarkophag gesteckt hat und von Mark befreit wurde. Kurz darauf haben wir noch einen zweiten Sarkophag gesehen, der aber nicht geöffnet wurde. Ich gehe davon aus, dass dort die dritte Persönlichkeit von Mark bzw. Steven drinsteckt und dass die auch noch irgendwie wichtig wird für das Finale. Ich weiß nicht genau warum. Ich bin gespannt, wie die Persönlichkeit tickt. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine richtig crazy Persönlichkeit ist. Weil wir haben schon gesehen, die geht über Leichen. Die macht wirklich krankes Zeug. Vermutlich ist das auch die Persönlichkeit, die damals das Date in Folge 1 arrangiert hat. Weil ich glaube nicht, dass Mark, der verheiratet war, auf einmal auf die Idee kommt zu daten. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Schreibt mir gern eure Theorien in die Kommentare. Ich glaube, das Finale ist sehr vorhersehbar. Leider. Es sei denn, es kommen jetzt noch irgendwelche coolen Plot-Twists. Aber inszenatorisch finde ich, ist die Serie bisher cool. Sie gibt mir sehr viele Indiana Jones Tomb Raider Vibes. Und das mag ich, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein großer Fan von diesem Schatzsucher-Franchise bin. Aber ich freue mich auf die weiteren Folgen. Und ich würde sagen, man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Die Frage ist jetzt auch, wie geht's mit Layla weiter? Wurde sie von Harrow gefangen genommen? Muss Mark sie noch retten? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, mit wem Layla jetzt wieder zusammenkommt, mit Steve, mit Mark, mit beiden oder sogar vielleicht mit allen dreien. Bis dahin, adios!